Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Heute möchte ich die Insel erkunden. Alles weitere nach dem Intro. Ich habe hier schon mal mit der Seemotte angelegt und einen kleinen Weg nach oben gefunden. Die Insel möchte ich mir heute mal etwas genauer anschauen. Mir vorstellen, dass es hier doch einiges gibt, was ich gebrauchen kann. Frage ist nur was. Samen, okay. Davon mal zwei mit. Man weiß ja nie, wie das nachher gut ist. Ich war auf jeden Fall schon mal hier auf der Insel. Da hatte ich nämlich alles gefunden, um mit dem Bau für die Base anzufangen. Deswegen kenne ich mich hier schon so ein bisschen aus. Ich habe noch nicht alle Pflanzenarten hier gesehen. Was haben wir denn da oben? Da muss ich auf jeden Fall mal hoch. Das sieht ja nach einer anderen Base aus. Da sind sogar zwei. Dann gehe ich erstmal hier hoch und dann schaue ich mir die andere an. Was jetzt? Ich komme hier irgendwie hoch. Doch ganz schön weit. Ne, ist hier durch. Ja, da unten war ich schon. Das heißt, hier muss es noch eine. Habe ich schon gesammelt. Pinke Kappe einsammeln. Ich schon. Objekte. Ich auch schon. So. Dann schaue ich doch mal, was es hier denn noch alles gibt, was ich noch nicht habe. Das habe ich aber auch schon. Das ist jetzt nicht so schön, wenn ich das trotzdem noch mal abscanne. Das hatte ich schon nicht. Das heißt, ich kann was Neues bauen. Da. Ah, das ist auch nicht schlecht. So, dann gehen wir mal hier rein. Da liegt noch meine Idee. This island is a godsend. Look out of the window. No predators, fresh food. No building materials, nothing left of the ship. And your kid says we're gonna starve without more grow beds. Speak up, kid. It's true, father. The natural growth rates are too slow to keep supporting us. All I'm saying is ocean's got us surrounded. No use hiding.
Sooner or later, we'll get our feet wet. The rest of your life may have been a fight, Mater, but I've made my decision. You want to forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead. Believe me, I'm thinking on it. So, jetzt muss ich noch auf die andere Seite da. Mal gucken, wie ich hier nochmal runterkomme. Dann schaue ich mir mal noch an, was es auf der anderen Seite gibt. Ausgesetzt, ich überlebe das hier. Den Steinweg hier wieder nach unten. Nehmen wir doch einfach den direkten Weg nach unten. Und dann schaue ich mal hier nach oben. Ach, die könnte man mehr scannen. Und pflanzen. Das ist wohl definitiv nicht der Fall. Der Weg ist ja fast genauso wie hier auf der anderen Seite. Scheinwerfer. Den hätte ich doch fast übersehen. Okay, das ist jetzt nicht so wichtig. Mal Wasser. Integrating new PDA data. Datencodes. First time I've seen sunlight in months. After all that time in the deep, I'd been dreaming of it. Now that I'm back here. Den hab ich aber schon. I'm finding it hard to enjoy alone. Father was right. We should never have left this place. We shouldn't have gone so deep. Acquired. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. The visions are getting worse. Marguerite and Father are now part of the ecosystem of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, was hab ich alles? Okay. There's always the view. Und sonst gibt's hier vermutlich nicht mehr viel. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Nein, da auch nicht. Okay. Das heißt, die zwei habe ich ja jetzt. Kann mir nicht vorstellen, dass ich da unten was übersehen hatte, aber ist leider doch relativ schnell dunkel geworden, deswegen schaue ich mir das vielleicht nochmal kurz an. Ob ich was vergessen hatte. Die nerven mich ja schon seit dem letzten Mal. Nicht so aus. Mache ich mal wieder das Licht hier an und werde hier mal schauen, ob ich meine Seemotte noch mal finde. Wenn es mich jetzt dunkel wird da unten, dann finde ich hier sowieso wahrscheinlich nicht so viel.
Dann gucke ich lieber, dass ich jetzt hier alles eingesammelte. Zurückbringe. Und ich scanne. Okay, wo ist die Seemotte? Irgendwo nochmal nach unten. Da muss ich nach unten. Sieht nicht unbedingt nach dem richtigen Weg aus, aber ist ja schon mal soweit in Ordnung hier. Wir schauen, ob da noch. Ja, da liegt auch noch eine PDA. We have to board the Aurora, repair the long-range comms, make contact with the other survivors. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave me, and they are not the orders I'm giving you. This isn't chain of command, it's survival. My obligations as acting commander don't turn on their convenience. Get out of the water. If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. You don't leave me much choice. Received emergency transmission from Second Officer Keen, 2 hours after last activity. Rendezvous was a failure. Intercepted a transmission from Altera HQ. Seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan-class Predator before we could reach the ship. Consider the CTO and I lost at sea. Be safe. Keen, out. You really think it'll carry two of us? Your regular sea glide tows a massive 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. The power this one. Und dann noch irgendwelche sinnvollen Informationen bekommt. You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths, I'll be terrified. Schauen, was das da ist. Nur Scheibenkorallen, okay, die. Brauche ich nicht, die habe ich ja. Mal schauen, was hier noch rauskam. Und jetzt war ich dann nochmal zurück. Es ist nämlich ein ganz schönes Stück gewesen. So. Dann bin ich nochmal zurück. Okay, ich müsste mir wohl zuerst einmal noch an. I don't know. I found it outside in the sand. Part of another ship? None I've ever seen. It's not even scratched. Don't fool around with that. It might be worth something. Netzwerkraum bauen. If it were gonna crumble to dust, it would. Brauchte ich aber noch. Insgesamt 8-mal Titan. Ich glaube, das habe ich im Moment gar nicht hier liegen. Und doch. Maybe. Could be aliens. Could be the damn sea monsters for all we know. One thing for sure. We ain't gonna find out by staying here. Dann schieb mal ein bisschen was rein. Bauen wir mal schnell noch einen zusätzlichen Mehrzweckraum hier hin. Den sollte ich doch eigentlich ohne Probleme hier dran bauen können. Sagen.
Kann eigentlich nicht sein, dass hier Wasser drin steht. Ah ja, manchmal ist das ja trotzdem möglich. Ein Außenbeet. Ich habe aber auch Innenbeete gehabt. Hier, genau. Nochmal viermal Titan, das passt sogar. Ja, einfach mal hier hin. Gut. Ich brauche noch mehr Titan, merke ich gerade. Schauen wir mal schnell, wo ich das herbekomme auf die Schnelle. Hier geht das extrem schnell, wenn ich die hier einsammle. Hier liegt noch mehr davon. Ist aber wohl nicht so. Tja. Eine Tauchflasche geht das doch super. Da habe ich ja jetzt gar keine Probleme mehr. Noch ein Zahn. So. Inventar voll. Den mache ich vielleicht so einen kleinen Bogen. So, dann schwinge ich mich einmal hier rein. Perfekt. Ich habe hier Salzablagerungen. Voll Silbererz. Direkt hier lassen. Silbererz packe ich mir mal hier rein. Salzablagerung hatte ich hier. Einmal hier. Ich hätte aber eigentlich auch hier diesen Büscherzahn, genau. Gut, dann mache ich mir mal noch schnell hier ein paar Titanbarren. Sehr gut. Titanbarren habe ich. Sollte alles sein. Dann kommt hier noch mal ein Pflanzbett hin. So. Sehr gut. Was kann ich denn hier noch hinstellen?
Solarmodul, zweimal Quarz, einmal Erz. Einmal Quarz. Einmal Kupfer. Um direkt mal zwei zu bauen. Spannend, ob das funktioniert hier. Ja, ging schon. Sieht auf jeden Fall schon mal stark danach aus. Okay. Das erzeugt auf jeden Fall schon mal Strom. Und das ist ja schon mal die Hauptsache. Dafür haben wir die ja. Okay. Ist hier noch irgendwas zum Wegräumen? Ne, das sieht im Moment nicht so aus. Gut. Was kann ich noch bauen? Den Scannerraum habe ich noch nicht dran gebaut. Ich will nur einen Platz suchen. Wo ich den hinsetze. Blei und Titan. Erstmal das. Einmal Blei. Einmal Titan. Und dann brauche ich nochmal 5 mal Titan. Ja. 2 mal Kupfererz und 1 mal Gold. Das habe ich ja alles hier schön ganz entspannt weggeräumt. Und dann brauche ich nochmal 2 mal Titan, damit das hier auch schön dran gebaut werden kann. So, die Frage ist jetzt nur, wo ich das anbaue. Liebsten hier irgendwo. Schauen, ob das auch noch da dran geht. Sieht dann noch aus. Leime dafür. Okay. Warum? Das wird so nicht funktionieren, glaube ich. Da komme ich zu Problemen. Fehlen mir nämlich wieder Titan, fürchte ich. Ich kann einfach hier dieses Glassegment holen. Dann würde ich auch mal was sehen. Glas hatte ich doch hier auch schon. 2 mal. Sogar einmal zu viel. Ich rücklegen. Schnell durch die Luke, dann ob ich das dran setzen kann. Geht nur nicht. Okay.
ganz toll. Das geht nicht. Warum nicht? Geht's auch nicht dran? Muss ja einen anderen Grund haben. Da geht's. Da geht's. Moment. Und die Richtung hier. Und für den Scannerraum geht mir dann nochmal Titan. Schnell zusammensuchen. Ich tue ich auch erst nochmal Luft, bevor ich mir da alles zusammensuchen gehe. Ich schau mal hier rüber, was ich da finde. Hier war ich nämlich noch nicht so oft. Ich da. Schon. Schade eigentlich. Scheint dasselbe zu sein. Ah, super. Das war's dann auch schon wieder. Bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, woran ich gestorben bin. Aber auf jeden Fall bin ich gestorben. Und nicht so schlimm, weil rein theoretisch habe ich das gefunden, was ich gesucht habe. Oder doch nicht. Habe ich das habe ich nicht bekommen. Baupläne sind ja nicht neu, die habe ich ja schon gehabt. Gut, dann habe ich mir mal schnell ein paar Fische hier. Na. Quarz können wir auch mitholen. So, sehr gut. Hier nochmal rein. Ich einfach mal alle aus. So. Perfekt. Quarz brauche ich. Okay, mir fehlt also immer noch Titan, wenn ich das richtig sehe. Einmal Titan fehlt mir. Aber keiner mehr drin, nein. So, dann nochmal hier raus. Die Richtung hier, da war auf jeden Fall irgendwas.
dem ich mir nicht sicher war, ob ich das schon mal gesehen hatte. Auf jeden Fall eben nicht gelegen haben. Dann hatte ich doch eigentlich genug. Achte ich auf jeden Fall. Wo war die Stelle denn? Habe ich jetzt schon mal genügend gefunden. Noch ein bisschen was. Gut. Die wichtigen Sachen hätte ich, aber trotzdem. Interessiert mich das jetzt? 30 Sekunden. Ich habe mal schnell Luft hier. Und dann schaue ich mir das nochmal an. Das habe ich doch eben gesehen gehabt. So, hier kam ich nämlich raus. Nicht rein. Okay. Habe ich den Schneider dabei? Schneider da. Quatsch. Laserschneider. So, doch dahin. Nicht. Wie komme ich da nicht rein? Ich glaube, ich schnapp noch mal schnell Luft. Dann habe ich hier noch mal ein paar Sekunden Zeit, um mir das genau anzuschauen. Sicher, dass ich hier reinkomme. Ich komme auch mal von zwei Seiten da rein. Ah. Da bin ich doch schon drin. Schon. Was ist denn hier noch? Die Fahrzeugstruktion habe ich. Ich auch.
Okay, was war da? Die Luft im Auge behalten. Da Feuer, hier ist aber sonst glaube ich auch nichts Brauchbares mehr. Dann kann ich auch wieder nach draußen schwimmen. Jetzt mal nochmal Luft schnappen. 30 Sekunden. Sonst wird mir das doch zu knapp hier. Das reicht. Für Luft brauche ich nicht. So weit ist das Stück hier nicht. Nicht da. Ich würde sagen. Da hatte ich mich jetzt leicht verfahren. So, dann tausche ich das nochmal schnell aus. Und schau, dass ich da den Generalraum dran gesetzt bekomme. Ich will mich nicht. Wo könnte ich den denn hinsetzen? Ich brauche Freiraum, okay. Das heißt, es ist jetzt da so ein Segment dran. Und dann den Scannerraum da dran. Das geht. So sieht das doch schon gut aus. 30 Sekunden. Tischkorallenprobe. Brauche ich die dafür? Welcome aboard, Captain. Jetzt neu. Aber. Na, tatsächlich, die hatte ich nicht eingepackt. Aber die habe ich alles hier liegen. Ich mir die auch mal schnell ein. Sache. Jetzt nur noch ein Stück. Ah, klasse. Machen wir das gerade nochmal. Das ist ungünstig, aber das hatte ich nicht gesehen. Jetzt aber. Sollte das doch passen? Genau. Generalraum-Erweiterungsmodul, das kann ich da aber auch bauen, da bin ich mir noch sehr sicher sogar. Mal schnell schauen, wo das denn jetzt wieder war. Generalraum-Erweiterungsmodul. Silbererz und Gold. Kann ich schon ein bisschen Titan draus machen. So. Mal schnell schauen. Ah, ne, das war hier.
Magnet habe ich nicht. Silbererz, Gold. Einmal hier Gold rausholen. Einmal Silbererz. Da muss ich den ja rein durch. Hier bauen können. Okay. Kamera steuern. Okay. Das ist ja praktisch. Ach super, jetzt kann ich auch schauen. Was ich hier suchen kann. Ach super, dahin kann ich das herstellen. Okay. Generalraumerweiterungsmodul. Perfekt. Gut. Magnetit habe ich natürlich noch keinen gefunden. Frage, wo die Sachen dann sind. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Heißes Gebiet, okay. Dann schaue ich mal, ob ich hier was finden kann. Das würde mich jetzt doch mal interessieren, wo ich denn die Titel finde. Lässt sich wirklich erstaunlich gut steuern. Es ist Gebiet, okay. Problem ist nur, dass ich hier vermutlich gar nicht erst reinkomme. Kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Und wenn, dann komme ich hier vermutlich auch nicht mehr raus. Und das ist auch schon mal wirklich gut gemacht. So, warte mal, wo war ich denn jetzt nochmal?
Jetzt kann ich die Kamera auch einfach da lassen. So. Ja, das ist wirklich eine gute Erfindung. Damit kann man doch auf jeden Fall schon mal arbeiten. So. Die Frage. Wo war denn... hier. Ja, das ist auch cool gemacht dann. Lithium. Das muss ich auf jeden Fall ein bisschen verstärken. Ja, das kann ich mal alles weglegen. Quarz. Habe ich irgendwo Lithium? Glaube nicht. Wenn dann hier drin. Ne, auch doch, da ist noch einmal Lithium. Jetzt setze ich hier noch eine Verstärkung dran. Ja, aber mehr Lithium habe ich dann jetzt wirklich nicht. Gut, dann kann ich hier die Titansachen mal in den Spind reinlegen. Nicht. Batterie dann die ich mithole. So. Erweiterungsmodul für die Seemotte. Habe ich aber ganz sicher auch noch nichts. Sollte ich also auf jeden Fall noch suchen. Schauen, ob ich hier reinkomme. War doch hier. Speichern kann ich auch gleich noch, bevor ich nach unten tauche. Ich würde aber jetzt mal interessieren, ob ich diese heißen Quellen auch erreichen kann. Normalerweise ja schon. Frage ist jetzt nur, wo die gerade waren. Die Kamera vielleicht doch da drin lassen sollen. Jetzt mal gerade hier. Hier ging es hoch. Und dann ging es aber auch hier wieder runter. Ja, genau, hier runter vielleicht sogar.
muss jetzt aber noch tiefer runtergehen. Nur vermutlich nicht mit der Seemotte. Dafür könnte das hier Ganze zu eng sein. Was Ähnliches da? Schauen, was hier hingeht. Ich glaube, so tief komme ich mit der Seemotte noch nicht. Leider nicht. Und hier ganz sicher wieder irgendwelche Sachen, die mich angreifen. Beispiel sowas da. Oh. Hab ich denn hier gefunden? Sieht aber interessant aus. Frage, ob ich jetzt wirklich erst hier Flüssigkeit zu mir nehmen muss. Da hatte ich aber schon mal. Ja, was ist das Ding? Das hatte ich schon. Ja klar. Okay. Stark danach aus, als ob ich hier schon drin gewesen wäre. Versorgungskiste. Ups, warm. Diamant, ja. Diamanten habe ich aber nicht viel. Das ist nicht das, was ich suche. Moment, wo ist meine Seemotte? Einmal schnell zurück. Ich bin in Nordwesten fahren. Damit ich sie auch gleich nochmal wieder finde. Habe ich nämlich ein Problem. Das wäre echt ärgerlich. Das hier könnte noch knapp werden. Ah ja, geht dran. Welcome aboard, Captain. So, alles gut hier.
stelle ich mir gleich noch schnell etwas zu trinken her. Kann auch hier nichts mehr passieren. Ich lege mir den Rest Wasser einfach nochmal auf Seite. Wasser habe ich genug. Da. Packe ich mir mal nochmal schnell da rein. Mache ich schnell das Inventar leer. Diamant. Magnet. So. Ich habe einfach mal schnell die Batterien. Genau. Und dann brauche ich mal noch mein Reparaturwerkzeug ganz schnell. All systems online. Online ist gut. Mache mal. Müsste ich jetzt trotzdem, da ich ja gemerkt habe, wie schnell die Seematte doch kaputt geht irgendwann. So. Welcome aboard, Captain. Nord-Nordwesten. Da müsste ich das Wrack eigentlich relativ schnell wiederfinden. Hier noch liegen. Das habe ich aber auch noch nicht gefunden gehabt. Zwei Schrott, okay. Habe ich alles. Gut, und hier? Ja, hier war ich schon. Hier hatte ich alles. So, wo ist meine Lente?
Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Die Quarz, suche ich mir auch eigentlich schon die ganze Zeit. Jetzt habe ich sie doch tatsächlich gefunden. Lade ich nochmal ein. Ich brauche noch keins. Schnell mit. Gut, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Ausflug hier. Dann geht's noch mal schnell zurück. Kann ich nämlich jetzt noch was Neues hier herstellen, dann machen wir das noch schnell. So, da bin ich wieder. Dann Zoll verarbeitet werden. Ja, schnell hier den Titan wegpacken. Dann brauche ich, was ist das da? Salzablagerungen. Die habe ich hier. Genau einmal. Dann brauche ich auch mal Gold. Hier. Den Kabelsatz brauche ich auch noch was. Muss ich gleich mal schauen. So. Schwimmflosche, Kabelsatz, zweimal Silbererz. Genau. Dann mache ich mir da einmal den Kabelsatz. Okay, dann will ich hier mal im Inventar Schwimmflosse reinpacken. Schwimmflosse mit Ladefunktion. Frage ist nur, wo kann ich den jetzt bauen? Eigentlich hätte ich ja jetzt alles dafür. Ich glaube, dafür brauche ich hier dieses. Was? Wo
Modifizierungsstation. Die habe ich noch nicht. Okay, na gut. Dann packe ich mir die Sachen da wieder rein. Ja. Schuhgrößen ziehe ich mal nochmal an. Und dann pflanze ich mir die hier. Ein. Kann die ja schön drin wachsen. Welcome aboard, Captain. So. Der Fisch wird das nicht überleben. Lege ich mir schon mal fürs nächste Mal rüber. Packe ich mir auch da rein. Okay. Brauche ich jetzt tatsächlich noch einen Spind oder was? Gut. Ist ja aber kein Problem. Das habe ich hier ganz schnell gelöst hier. So, dann packe ich mir hier die Sachen noch rein. Genau. Okay, dann würde ich sagen, für heute habe ich alles. Wenn euch mein Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst einen Kommentar da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.